Ja, jetzt sitzen wir hier. 2023 haben wir schon. Ich glaube, wir haben 2003 das erste Mal darüber gesprochen, wann vielleicht mal legalisiert wird. Und erstmal schön, dich hier auf der Messe zu sehen in Wien auf der Cultiva. Ja, ich freue mich, hier in Wien zu sein, bei dir, bei euch, Mario. Wirklich lange auch nicht mehr hier gewesen. War ja früher einer meiner Hauptarbeitsplätze hier. Und ja, die letzten Jahre habe ich auch nicht mehr hingeschafft. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ja. Ja, und jetzt dachte ich, jetzt nehme ich die Chance natürlich wahr, um mit dir mal wieder ein bisschen oder kurz zu plaudern. Die Leute haben ja oft nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, habe ich gehört. Es hat nachgelassen, also wir müssen uns beeilen. Ja. Da liegt ein TikTok, aber andere Nummer. Ich möchte mit dir mal kurz so über natürlich Deutschland und die Legalisierung sprechen, aber jetzt bitte nicht. Oder wir können es ja mal kurz ansprechen. Was kann noch passieren? Wie lange kann es dauern? Die großen Fragen halt, die jetzt jeder mal gerne beantwortet haben will. Kann man die schnell beantworten? Ja, doch. Geht relativ schnell. Wie lange wird es noch dauern? Geplant ist der 1.1.24. Aber wir haben die ganzen Jahre jetzt in der Planung immer wieder kurzfristige Verschiebungen gesehen. Wer sich den Tagungsplan des Bundesrats anguckt und weiß, wie in Deutschland Politik funktioniert, weiß, dass dann der wahrscheinlich nach dem 15.12. der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Der wird dann noch mal eine Weile tagen und dann wird es eine Einigung geben. Oder der Bundesrat wird überstimmt. Das dauert aber länger, als wir uns das gerade verkaufen wollen. Also der 1.1.24 ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Okay. Wenn es gut läuft im Laufe des Jahres, wenn es schlecht läuft, auf jeden Fall noch irgendwie in dieser Legislaturperiode. Weil wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einigen, deswegen heißt das bei uns auch Einspruchsgesetz, ja, dann darf der Bundesrat, wenn der Einspruch nicht funktioniert, überstimmt werden vom Bundestag. Aber vorher müssen die verhandeln. Und da befürchte ich, für die Verhandlungen gibt es keine Zeitvorgabe. Das kann ja bis zu 400 Tage dauern. Wir sind es ja schon gewöhnt, es hat sich alles verzögert. Aber wie es aussieht, kommt es trotzdem dann doch noch durch. Ich finde es immer schlimm, weil es geht ja die ganze Zeit immer hin und her. Jetzt haben wir es durch, jetzt hat der Bundesrat durchgestimmt. Nee, jetzt kommt doch noch was. Es war ja immer irgendwie, als wenn da noch immer so Steine noch mal vorgelegt werden, habe ich immer das Gefühl. Aber das ist im Föderalismus halt sehr schwer. Und das Problem ist, die wenigsten beschäftigen sich halt mit den Prozessen und glauben den Ankündigungen der Pressesprecher, der Politiker. Ich finde das auch immer. Beschäftigt euch mit den Prozessen. Schaut zum Beispiel meine Sendung, weil ich beschäftige mich mit dem, wann die sich treffen zum Beispiel. Das kann man ganz einfach rauskriegen. Ja? Ist denn da überhaupt noch Zeit zwischen 15.12. und 1.1. und solche Dinge? Ja? Und dann findet man das raus. Aber wenn man natürlich immer nur den Pressemitteilungen und den Zeitungsmeldungen glaubt, die wie im Prinzip Pressemitteilungen der Koalition zusammenfassen, dann stimmt der Zeitplan natürlich nicht, weil die Koalition immer sagt, übermorgen. Ja. Und das seit 2 Jahren. Ja. Jede oder alle oder viele wittern jetzt das große Geschäft, THC, jetzt geht's los, wir müssen Clubs eröffnen, wir müssen 500 Mitglieder sammeln, wir müssen kassieren. Wie schätzt du diese Situation ein? Würdest du jetzt persönlich sagen, ich glaube, du hast da ja eine, so wie ich auch, eine eher eine distanzierte Meinung, was Club-Eröffnungen jetzt betrifft? Also ich finde, ein Club muss genau wie Cannabis langsam wachsen. Ja, ein Club mit 500 Leuten ist im Prinzip schon ein so kommerzielles Unternehmen. Das ist, ich nenne es immer, eine Art Barcelona-Club wird. Das heißt, es wird ein getarnter Shop, ja. Und wenn es nur so eine Clubs gibt, dann gibt es eigentlich solche Clubs, wie ich sie kenne, in Spanien gar nicht. Ja, eben. Das sind nämlich kleine Clubs, wo sich Freundeskreise zusammenschließen und Cannabiskultur leben und verbreiten und lehren. Ja? Clubs sind was für Leute, deren Hobby Cannabis ist. Ja? Ich gehe auch nicht in einen Obst- und Gartenbauverein, wenn ich eine Pflaume brauche oder einen Pfund Pflaumen. Dann gehe ich in Gemüseladen. Und deswegen sollte es Fachgeschäfte geben. Ansonsten bleibt die Cannabiskultur nämlich hinten vor. Ja? Dass die Leute, die sich mit Cannabis beschäftigen wollen, die das so leben wie wir seit 25 Jahren, ja, dann halt auch ihr Wissen weitervermitteln können oder selber noch dazulernen können. Und dass da ein Austausch stattfindet. Und das Gras im Prinzip, was die Leute zusammen anbauen, auch dem gesamten Markt entzogen wird. Das ist ja der Clubgedanke. Ja? Das ist nicht auf dem Schwarzen, nicht auf dem Grauen, auch nicht auf dem Weißmarkt auftaucht, sondern auf gar keinem Markt. Ja, genau. Und
da ist dieses, ich mache einen Club mit 500 Leuten auf und werde Präsident wie in Spanien und plane jetzt schon die Umsätze. Nee, das ist nicht so gedacht. Das will der Gesetzgeber eigentlich auch nicht so. Ja, aber viele machen es doch jetzt aber einfach. Ja, sollen sie mal gucken, ob es klappt. Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher, ob das klappt. Noch ist das Gesetz lange nicht durch. Naja, sie können ja aber auf jeden Fall schon mal die Mitgliedsbeiträge kassieren und sich da schon mal... Ja, da muss es halt dann auch Leute geben, die Mitgliedsbeiträge zahlen für einen Club, der noch keine Anbaugenehmigung hat. Ja, also ich würde in dem Moment, wo ein Club eine Anbaugenehmigung hat, würde ich sagen, klar, dann zahle ich da auch für, ja. Aber vorher würde ich klar... Das haben nämlich viele auch noch nicht verstanden. Ja, ich würde sagen, ich habe ich würde einen Mitgliedsbeitrag zahlen, so einen kleinen Rahmen, ja, um den Club zu unterstützen, ja, okay. aber nicht so keinen fetten Mitgliedsbeitrag, damit aber der Club. Wenn ich jetzt sage, gib mir 120 Euro im Monat und dafür kriegst du dann das Gramm für 3 Euro oder irgendwas? Nee, also ich war in vielen Clubs Mitglied früher, ja, das sind kleine Beträge und wenn ich im Club Mitglied werden möchte, dann möchte ich mich auch mit dem Anbau beschäftigen und kein Gras für 3 Euro kaufen müssen. Ja, ja. Ich möchte das nicht kaufen müssen, ja. Ja. Und wenn ich es kaufen kann und sage, mich interessiert der Anbau nicht, aber ich will vielleicht ein bisschen was über die Weiterverarbeitung von euch lernen, ja, dafür zahle ich dann auch gerne Geld, ja. Für so einen Kurs Weiterverarbeitung zahle ich gerne extra Geld. Aber der Grundgedanke ist falsch, ja. 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 Du zahlst mir 120 Euro und ich gebe dir dafür, 50 Gramm im Monat oder so. Glaubst du, dass es jetzt nur noch nicht richtig verstanden wurde von den sogenannten Experten und die sagen, ja, wir müssen das erstmal so ganz hart machen und dann weichen wir das langsam auf und irgendwann wird es dann funktionieren? Oder glaubst du, es scheitert jetzt direkt am Anfang, dass es kaputt reguliert wurde? Also, wie ist so dein Gefühl? Ich glaube, der Schwarzmarkt wird eifrig profitieren. Ja? Und gar nicht die Leute, die die Clubs gründen wollen. Weil wir haben jetzt ein halbgares Gesetz, wo entkriminalisiert ist, aber wir haben ja noch keine Shops. Und für mich ist alles, was keine Shops bedeutet, ein Missbrauch von der Entkriminalisierung. Ja? Und dann werden nicht die Clubs von 500 Mitgliedern, für die eigentlich gar keine Rechtsgrundlage besteht, aus dem Boden schießen, dann wird das ohne Rechtsgrundlage aus dem Boden schießen, was am einfachsten geht, nämlich der Schwarzmarkt. Ja? 25 Gramm sind straffrei, Cannabisgeruch ist kein Grund mehr, Leute zu registrieren für eine Hausdurchsuchung zum Beispiel. Dann sagt man, ja, bei mir riecht es nach Gras, weil ich habe das hier aus dem Club gekauft oder alles kein Problem. 3 Pflanzen sind kein Grund mehr für eine Hausdurchsuchung und so, ja. Und die Leute auf dem Schwarzmarkt werden sich freuen. Das ist so, ja. Wir brauchen, um den Schwarzmarkt zu vermeiden, brauchen wir keine Clubs zuerst, sondern Shops, ja. Und natürlich brauchen wir parallel Clubs, um eine komplette Kommerzialisierung zu vermeiden und Cannabiskultur zu schaffen. Das ist Aufgabe der Clubs. Eben die Kultur, ne? Ja, die Kultur zu schaffen, zu vermitteln, Präventionsmodelle auszuprobieren, ja, Club intern, ja. Zu gucken, was mache ich, wenn die Mitglieder nicht mehr klarkommen, wenn sie zu viel kiffen. Und solche Dinge, ja. Genau. Ja, da Erfahrungen sammeln. Soziale, ja, so. Hilfestellung. Richtig, und sowas hat er erst mal intern in dem Club. Ja, dann da hat man da Erfahrungen, die man vielleicht dann auch schon Säule 2 an den Fachgeschäft weitergeben kann. Ja. Aber in meinen Augen ganz wichtig, dass unsere Regierung die Säule 2 jetzt auch wirklich durchzieht und nicht vor lauter Problemen bei Säule 1 der Entkriminalisierung vergisst, dass wir doch eigentlich am Ende Fachgeschäfte brauchen. Also glaubst du schon, es geht dann noch weiter zu Säule 2 und 3 oder glaubst du, es hapert schon vorher irgendwie? Oder glaubst du, bis zur nächsten Wahl haben wir auch nicht mehr lange, wenn dann wieder die CSU oder wie kann sich das dann wieder schnell ändern? Ich habe einen Termin in Delphi, ja, beim Orakel gemacht, weil selbst da bin ich selber überfragt. Das sind so komplexe politische Prozesse, wo auch der nächste Wahlkampf noch eine Rolle spielen kann, die derzeitige politische Entwicklung auf einer anderen Ebene in Deutschland, weil da geht es ja, man kann es ja so sagen, darum, dass unsere derzeitige Regierung wahrscheinlich nicht mehr im Amt sein wird. Ja? Und das ist denen ja auch noch nicht so lange klar. Und jetzt wird denen langsam erst klar, dass sie eigentlich für beide Säulen nur noch... Nicht mal mehr 2 Jahre Zeit haben. Und das wäre verdammt knapp für die Säule 2. Und da muss ich aber auch an die Firmen appellieren, ja, dass die ganz schnell anfangen, ihre wissenschaftlichen Begleitprojekte, ihre Begleitstudien zu beantragen und der Politik vorzustellen. Ja. Weil wenn es keine Firmen gibt, die solche Modellprojekte, die Studien finanzieren, ja, dann können wir 100 Gesetze haben und es gibt trotzdem keine Chance. Absolut.
Weißt du, einen Gedanke möchte ich noch kurz ausführen, der, finde ich, auch so die ganzen Leute betrifft, wie dich und Vince und so die ganzen. Es ist ja, die wollen ja ein Werbeverbot machen, absolutes, ja. Und glaubst du, das wird noch strenger gehandelt, auch so, dass wir unsere Jobs eigentlich noch machen können? Ich mache keine Werbung, ich rede nur drüber. Ja, aber glaubst du, das wird noch anstrengender, wie es jetzt schon ist? Oder glaubst du, das wird eher durch die Legalisierung wieder ein bisschen... Ich glaube, das wird in einigen Dingen wird es etwas lockerer, in anderen Dingen wird es etwas strenger, ja. Damals Beispiel, man darf zum Beispiel dann bestimmte Marken, also krass Sorten, nicht direkt bewerben, ja. Aber ich denke mir, mit Bons und Paraphernalien wird es dann alles ein bisschen lockerer. Ich darf mal über meine Medizin halt reden, ja. Das kann mir ja keiner vermieden. Als Patient, aber als Firma darfst du dich halt auch nicht in der Öffentlichkeit erwähnen, ja. Deswegen ist es ja dann auch wichtig, sage ich mal, Konsumentenfeedback zu bekommen als Zuschauer, ja. Weil es ja ein Werbeverbot gibt, wird unsere Rolle, denke ich, dann halt immer wichtiger. Ja. Weil also ich versuche zumindest immer werbefrei zu vermitteln, auch wenn ich trotzdem Werbung für andere Firmen mache. Aber diese Sachen, über die andere keine, also für die andere keine Werbung machen dürfen, möchte ich weiterhin, dass Menschen mit Jugendlichen darüber reden können. Das ist ganz wichtig. Gerade weil keiner darüber Werbung machen darf. Und ich denke mal, sonst können wir eh nur weiter schauen, was passiert jetzt, oder? Und das einfach jetzt so ein bisschen leben und auf uns zukommen lassen, oder? Ich glaube, die Berliner, die machen es ja eh den anderen auch so ein bisschen vor. Oder in diesen Großstädten, glaube ich, geht ja auch alles so ein bisschen schneller, ja, habe ich das Gefühl. Wir können genießen, wie die Hemmschwelle gerade sinkt, ja? Ich halte mich ja auch sehr oft in Hessen auf, seit einer Weile. Und auch da habe ich gemerkt, selbst auf dem kleinen Dorf sinkt die Hemmschwelle. Und das genieße ich doch zu beobachten. Und da merke ich auch, das ist das, wo eigentlich was passiert. Ja? Ob die jetzt für das Gesetz noch ein Jahr oder noch 3 Monate brauchen. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr ist, wenn dann das Gesetz noch nicht implementiert ist, die Leute trotzdem 3 Pflanzen anbauen, weil es ja eh bald legal ist. Ich finde es auch weiterhin spannend, das Thema. Ja, danke für deine Zeit, dass du dass wir schön plaudern konnten. Auf der Messe ist ja auch immer ein bisschen was los. Danke für die Einladung nach Wien. Der Mario hat mich nach Wien eingeladen, zusammen mit der Kultiva. Großes Pickup dafür. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir drehen uns noch ein paar Joints und gucken, ob wir einen Preis abräumen können, oder? Ja, wir drehen uns ein paar Joints und bauen uns noch ein paar Bock. Bis später. Guten Abend. Ciao.